Beim Camping in der Natur kann man einfach mal die Seele baumeln lassen. Nach einem stressigen Arbeitstag gibt es nichts Schöneres, als Urlaub in der Natur zu verbringen. Dafür ist das passende Zelt allerdings auch sehr praktisch. Heute möchte ich dir eines genauer vorstellen. Heute geht es um das Kuppelzelt aus dem Hause Hoodlakes. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Campingzelt für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Familienzelt werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Der größte Vorteil ist, dass hier 3 bis 4 Personen Platz haben. Das ist schon eine ganze Menge zu dem Preis. Das Design sieht sehr modern aus. Wichtig für so ein Zelt ist natürlich auch, dass es auch leicht zu transportieren ist. Bei dem Leichtgewicht von diesem Zelt ist das in der Tat der Fall. 2 große Türen mit Doppelreißverschluss, das ist auch sehr, sehr praktisch. Dieses Zelt kann zum Beispiel zum Camping, Wandern, Angeln, Grillen im Freien oder was auch immer verwendet werden. Designtechnisch sieht es durchaus sehr modern aus. Es kann auch einfach als Sonnenschutz verwendet werden, wenn man beispielsweise einen Tag am Strand verbringt, was wiederum ein multifunktionaler Aspekt ist. Die Stabilität kann sich zu dem Preis auf jeden Fall auch sehen lassen. Meiner Einschätzung nach ein Kuppelzelt zu einem fairen Preis. Ob es für dich das passende Zelt ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Familienzelt von Hoodlakes. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Nun gebe ich dir noch ein paar generelle Camping-Tipps mit auf den Weg, die deinen Outdoor-Ausflug besonders schön machen. Besonders wichtig ist, dass du keinen Müll in der Natur hinterlässt. Das machen leider vor allem Campingbeginner und das ist natürlich sehr unschön. Das ist sehr ärgerlich. Ich würde es schön finden, wenn du die natürliche Umgebung so auch für andere Camping- und Autofreunde hinterlässt. Deswegen nimm deinen Müll doch bitte mit. Vielen Dank. Außerdem ist es sehr, sehr wichtig, dass du nicht zu viel mitnimmst. Insbesondere in Deutschland gehen viele Menschen zu kompliziert an das Camping. Dabei geht es doch gerade darum, Zeit in der Natur, in der Ruhe zu verbringen. Es gibt immer neue Gadgets, vor allem rund um Strom beim Camping und so weiter, und da muss man sich die Frage stellen, ob man das wirklich braucht. Punkt. Muss man wirklich die ganze Zeit sein Smartphone einsetzen? Fragezeichen. Vielleicht, wenn man schöne Aufnahmen macht mit der Kamera noch. Punkt. Aber dieser ganze Elektrokram, muss das wirklich sein? Das kannst du dir natürlich überlegen. Ich sage nur, man braucht nicht zu viel mitnehmen und genau. Außerdem ist es sehr, sehr wichtig, dass du auch immer Kleingeld dabei hast. Kleingeld, da gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum das nützlich sein kann. Zum Beispiel bei Parkplatzgebühren, bei der Abwasserentsorgung, bei einer Waschmaschine, die man zum Beispiel auf Campingplätzen einsetzen kann, ja. Immer Kleingeld mithaben ist da heutzutage zumindest noch sehr, sehr wichtig. Was kann ich dir besser gesagt auch noch mit auf den Weg geben? Wenn du wild campen möchtest, musst du auch sehr, sehr viel beachten, ja. Deutschland ist da wirklich sehr, sehr strukturiert geregelt. Da solltest du dich erstmal informieren, darf man das? In den meisten Fällen nämlich nicht, ja. Das hier ist keine Rechtsberatung zum Thema Wildcampen. Ich sage nur, bitte recherchiere, wo du das darfst. In Deutschland ist das nämlich sehr, sehr streng geregelt und du musst vor allem überlegen, wo du eine Erlaubnis für sowas herbekommst, denn in aller Regel kannst du das nämlich nicht einfach so machen. Ja? Ganz, ganz wichtig. So, was kann ich dir noch für Tipps mit auf den Weg geben? Zu lange Tagesetappen lassen sich auch vermeiden. Beim Campingurlaub geht es ja nicht darum, die ganze Zeit zu fahren, sondern mach öfter mal eine Pause an schönen, natürlichen Plätzen. Ich hoffe, meine extra Tipps zum Camping haben dir auch weitergeholfen. Das besprochene Outdoor-Zubehör werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen hervorragenden Outdoor-Urlaub. Alles Gute, ciao.